Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer Tiberium Wars. Es ist schon etwas her tatsächlich wieder, leider. Aber wir sind zurück in Ägypten und wir waren dabei stehen geblieben, ich glaube, eine Chemiefabrik, genau, eine Chemiewaffenfabrik, ja, zu zerstören. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe den Kontakt zu den Zone Troopern verloren, mit denen Sie sich bei der Chemiewaffenfabrik treffen sollten. Sie sagten, Sie hätten etwas gefunden, dann fielen Schüsse, dann war die Verbindung gestört. Sehen Sie schnell nach, was passiert ist, Commander. Und schalten Sie die verdammte Fabrik aus. Keine Ahnung, was da passiert sein könnte. Gut, biegen wir los. Die Zonensicherung vermutet hinter der Fassade eine Bewässerungsanlage in Kasabat, eine Chemiewaffenfabrik. Die GDI hat im Zielgebiet eine vorgeschobene Basis errichtet, um einen Angriff vorzubereiten. Aber wir haben den Kontakt verloren. Auch die Zone Trooper, die der Sache nachgehen sollten, meldeten sich nicht mehr. Die melden sich nicht mehr. Sichern Sie die Basis und finden Sie heraus, was in der Fabrik los ist. Ja, wir legen los. Empfange Nachricht. Der letzte Funkspruch der Zone Trooper kam von dieser Kaserne davon. Sichern Sie das Gebiet. Ja, guck mal, da läuft sogar noch jemand rum, obwohl die Kaserne jetzt nicht besetzt ist. Das ist ja toll. Haltet die Waffen bereit. Geheimdienstdaten aktualisiert. Geheimdienstdaten. Einsatzziel erreicht. Neue Bauoptionen. Positiv. Zerstören wir ein paar Fahrzeuge. Geheimdienstdaten aktualisiert. Initialisiere Video-Uplink. Commander, das Ziel ist nun doch keine Chemiewaffenfabrik. Sie entwickeln etwas mit Tiberium. Schalten Sie die Anlage aus und versuchen Sie, genaueres herauszufinden. In dieser Fabrik werden aller Wahrscheinlichkeit nach Tiberium-Waffen hergestellt. Zerstören Sie die Fabrik. Naja, das sind ja fast Chemiewaffen, ne? Empfange Nachricht. Was passiert, wenn ich wieder einziehe? Uns liegen Informationen über Fahrzeugfabriken in Ihrer Nähe vor. Zerstören Sie sie. Machen wir. Alles bereit. Ja, Sir. Aber ich frage mich, warum kann ich hier Truppen reinschicken? Was passiert dann mit denen? Neues Bonusziel. Feindliche Einheiten oh oh. In Sicht. Wir brauchen Raketentrupps, um diese Venoms loszuwerden. Einheit bereit. Ah, sie werden geheilt, oder? Verstanden. Das ist ja nice. Das wusste ich noch gar nicht. Aber Ausbildung. Das ist mega. Ausbildung. Ja, ganz viele Geheimdienstdaten. Ja. Aber jetzt interessiere ich mich gerade mal dafür. GDI-Archive. Gibt es nicht was über Gebäude? Irgendwie so ein über das Arsenal vielleicht? Transporter, Flugeinheiten. Ah. Kaserne, Gefechtsstand. Landeplattform, Zone Trooper. Aber Arsenal gibt es nicht, oder was? Vielleicht bei A. Nee. Nee, gibt's nicht. Aber anscheinend kann man Einheiten heilen, das ist super, auch mal zu wissen für Skirmish-Matches und sowas. Unsere Basis wird angegriffen. Kein Problem. Ja, super zu wissen. Raketentrupp einsatzbereit. Raketentrupp einsatzbereit. Wir sind hier. Infanterietrupp bereit. Infanterietrupp bereit. Raketentrupp einsatzbereit. Hier, Nachschlag. Raketentrupp einsatzbereit. Infanterietrupp bereit. Infanterietrupp bereit. Auf geht's, Trooper. Trooper, wollen wir mal. Ingenieure bräuchten wir ein paar. Ausbildung. Anhand von Geld. Scheiße. Unzureichende Mittel. Ja, unzureichende Kittel. Ausbildung. Ich regel das. Das ist eine Kiste. Bestimmt eine Bombe drin. Einheit wird angestanden. Ja, komm. Eine weniger. Bodenunterstützung. Der Ingenieur kann die Kiste holen. Habe ich Feuerschutz? Unsere Befehle. Auf sie! Unsere Basis wird angegriffen. Wer denn da? Will unsere Ingenieur abwenden? Wir sind hier. Zeit zu gehen. Melden uns zum Dienst. Treffpunkt bestätigt. Jawohl. Ja, gut, Sir. Vielleicht geht das mit dem Heilen auch nur hier, aber das wäre seltsam eigentlich. Ist das Gebiet sicher?
Und es würde Sinn ergeben, weil man ja hier nur Infanteristen bauen kann und die dringend braucht. Wo zum Teufel ist das ganze Tiberium? Nord muss es abgebaut haben. Ich habe ihre Codes. Ich kümmere mich um alles. Okay. Oh, wow, ein Rang. In einer Sekunde bin ich das drin. Hilft unserem Ingenieur natürlich jetzt weiter. Ach, Gebäude Scheiße. Eingenommen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Was denn jetzt? Trooper stehen bereit. Bodenunterstützung. Einheit bereit. Ja, Sir. Ausbildung. Ausbildung. Feindliche Einheiten. Okay, es kann nur eine Einheit gehalten werden, sagt hier. Und das reicht ja. Oh ja. Unsere Basis wird angegriffen. Was? Achso, kriegen wir wieder. Jawohl. Dann wollen wir mal. An die Arbeit. Aufgepasst. Trooper sind einsatzbereit. Treffpunkt. Das ist ja mega geil mit dem Heilen. Das hätte ich gerne früher gewusst. Trooper. Weil ich heile Einheiten sehr gerne. Also ich, lass dir mal ungern sterben, allein schon mal sie teuer sind. Dann wollen wir meistens. Mal. Ausbildung. Ausbildung. Trooper stehen bereit. Raketentrupp Einsatz bereit. Infanterietrupp. Raketentrupp Einsatz bereit. Ausbildung. Einheit bereit. Unzureichende Mittel. Ich kümmere mich um alles. Raketentrupp Einsatz bereit. Haltet die Waffen bereit. Infanterietrupp bereit. Jawohl. Dann wollen wir mal. Einheit wird angegriffen. Aufpassen. Lord ist unberechenbar. Ja. Wir sind hier. Einheit. Auf geht's, Trooper. Bodenunterstützung. Infanterietrupp bereit. Ausschwärmen. Raketentrupp einsatzbereit. Gebäude eingenommen. Bonusziel erreicht. Das schafft ihr, oder? Bereit. Ja, das schafft ihr. Einheit verloren. Unsere Was Basis wird angegriffen. Los, Jungs. Ist Einheit verloren. Da oben? Draufhalten, Männer! Ja. Ausbildung. Da liegen auch ganz viele Kisten. Raketentrupp Oh ne, nicht so weit vor. Ja, obwohl, das ist nicht so viel gegen so. Ich will mir auch mal vorbeigucken. Kein Bock. Bereit! Macht sie fertig! Lasst sie nur kommen. Wir haben hier was vor. Das spüre ich. Verfolgt eure Ziele. Ein ganz mühes Gefühl. Unsere Befehle? Auf geht's, Trooper! Ich rede Bodenunterstützung! Ich kenne noch mehr Trooper. Ausbildung. Die sind ja nicht begrenzt, ne? Man kann unendlich viele bauen, das ist super. Jawohl! Los, Jungs! Ach, die haben sogar einen Jetpack? Ah, nein. Feindliche Einheiten Los geht's. In Sicht. Was sehen Sie? Bleiben außer Sicht. Infanterietrupp! Wir sind Einheit hier. Einheit wird angegriffen. Ich regel Einheit befördert. Kann man noch neue Ringe aufnehmen? Ich regel das. Also, oh, okay, es war nur Geld. Verstanden. Dann guckt nochmal, ob hier noch was... Nochmal unterwegs. Das nehme ich. Und ab. Hab ich kein Problem mit. Trooper sind einsatzbereit. Trooper sind einsatzbereit. Trooper stehen bereit. Und jetzt viele Trooper. Trooper. Infanterietrupp bereit. Da müsste man ja fast die Einheiten nicht mehr heilen. Infanterietrupp bereit. Ziel wählen. Komm. LZ in Sicht. Nochmal einsatzbereit. Haben wir das Geld jetzt? Raketentrupp einsatzbereit. Trooper stehen bereit. Einheit bereit. Bodenunterstützung. Trooper einsatzbereit. Zeit zu gehen. Einheit bereit. Alles klar. Feindliche Einheiten in sich. Trooper sind einsatzbereit. Ja, okay. Einheit wird angegriffen. Da oben könnt nur ihr hin. Raketentrupp einsatzbereit. Hui. Dann wollen wir mal. Einheit befördert. Auf geht's, Trooper. Ah, sehr schön. Könnt ihr da runter schießen? Das wäre cool. Raketentrupp einsatzbereit. Nagelt sie fest. Macht sie fertig. Nee. Schade. Los geht's! Was brauchen wir hier gebraucht? Jawohl. Kleinigkeit. Trooper stehen bereit. Infanterietrupp. Ja, Sir. Jawohl. Unterwegs. Wir sind hier. Infanterietrupp. So ein paar können noch mal hinten bleiben. Man weiß ja nie, was da noch kommt. Unsere Befehle. Und dann gucken wir mal hier vorbei. Wir haben sie. Nagel sie fest. Einheit Trooper stehen bereit. Oh je, das haben wir ordentlich Schaden. Feindliche Einheiten in Sicht. Unsere Befehle. Wir sind hier. Oh nein. Ja, noch ein Flammenwerfer. Macht sie fertig. Noch einer. Feuer frei.
Ja, welcher muss da fetten? Unsere Einheiten komplett, wenn jetzt mal kommen. Deswegen immer schön erstmal weg. Trooper stehen bereit. Geheimdienstdaten aktualisiert. Das ist keine Chemiewaffenfabrik. Sie benutzen Tiberium. Weniger. Dann wollen wir mal. Ich regel das. Okay, Großteil unserer Truppen sind gerade schwer verletzt worden. Ausbildung. Warum auch immer. Und gleich durch die explodierenden Teile. Was sehen Sie? Kommt man da noch anderswo? Raketentrupp einsatzbereit. Neue Position ein. Trooper stehen bereit. Raketentrupp einsatzbereit. Trooper sind einsatzbereit. Oh ja. Komm, steh auf vom Boden. Raketen bereit. Jawohl. Wir haben sie. Unterwegs. Eigentlich würde ich noch mal Einheiten heilen gehen, aber ich glaube, wir müssen wirklich nur so lange, deswegen kommen wir einfach mal drauf. Wir wollen wirklich drauf gehen wegen Einheiten. Einheit. Also hoffen wir mal, dass wir nicht drauf gehen. Ausbildung. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Beenden wir die Party. Nein, nicht beenden. Dann wollen wir mal. Ich kann noch das Ding einwenden. Ich regel das. Vielleicht ist irgendwas Tolles drin, ich sehe, weil die liegt da hinten so. Also muss ich filmen, wann nicht mehr, weil die Mission schon vorbei ist. Das Scharfschützen-Team dran. Und die macht sie kaputt. Einheit für Einheit. Ja, gut. Habt ihr noch nicht genug? Scharfschützen kriegst du nicht. Trooper stehen bereit. Okay. Auf geht's, Trooper. Wir haben alles im Griff. Oh ja. Einheit befördert. Hier, jetzt können wir kaputt machen. Los, Jungs. Einer weniger. Einsatzziel erreicht. Yay. Schlachtfeld erweitert. Hallo? Mission erfolgreich. Oh! Okay. Ich hatte die Anlässe in Erinnerung. Aber gut. Ja, wird eine kurze Folge zum Einstieg. Aber hey. Immerhin kommt mal wieder was. Ja, weiter. Zoom. Goldmedaille, jawohl, weiter. Tapferkeitsauszeichnung, jawohl, weiter. Spezialistenauszeichnung, hui, weiter. Herzlichen Glückwunsch, Commander. Die Anlage, die Sie in Khazabat eingenommen haben, brachte uns viele wichtige Informationen. Unglücklicherweise ist die Lage schlimmer als befürchtet. Nod baut an einer Tiberium-Waffe. Dr. Giroux von G-Tech leitet das Analystenteam. Doktor, was können Sie uns darüber sagen? Nod steht vor dem Einsatz einer Waffe mit Flüssig-Tiberium. So viel steht fest. Unsere Daten sind allerdings noch vorläufig, aber wir befürchten, dass Flüssig-Tiberium eine Sprengkraft hat, die vermutlich 10-mal größer ist als die einer Aurora-Waffe mit 200 Megatonnen. Nun, mit dem richtigen Katalysator entsteht bei einer solchen Explosion auch eine sich selbst erhaltende exotherme Reaktion. Sie meinen eine Kettenreaktion? Ja, genau. Jede unmittelbare Tiberiumablagerung, ob flüssig oder kristallin, würde wohl sofort detonieren. Mein Gott, in einer gelben Zone könnten das Tausende und Tausende von Hektar sein. Danke, Doktor, wir hören voneinander. Damit ändert sich alles. Commander, sichern Sie diese Flüssig-Tiberium-Waffe, bevor Nord sie benutzt. Das hat für uns alleroberste Priorität. Schalten Sie sofort den Hafen von Alexandria aus, sonst verschiffen Sie von dort Waffenteile aus Ägypten. Wenn Sie dieses Problem gelöst haben, konzentrieren Sie sich auf Kairo. So. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und machen da die Mission Alexandria. Bis dahin. Ciao, ciao.